Ja, Leute. So, ihr seht richtig, Benjatui. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Let's Play. Ja, alles auf Deutsch, können wir gleich weitermachen. So, das Intro, das würde jetzt ein bisschen dauern, deswegen guckt ihr euch das Intro an, lest euch alles selber durch, ich quatsch euch jetzt zu. Also, erstmal danke an Marcel, also den Luxack Link, dafür, weil er mir einen Link mit der ROM geschickt hat, denn ich habe nur englische ROMs gefunden. Und ja, jetzt habe ich hier eine deutsche, was natürlich gleich besser ist. So, warum mache ich jetzt ein Let's Play von Banjo-Tooie? Ich habe ja selber gesagt, ist voll schwer und so. Weil, keine Ahnung. Jedenfalls, ich mach's halt, weil ich habe jetzt voll Lust drauf und ja, das macht Spaß. Und außerdem ist es sowieso Banjo und ich bin ein riesiger Banjo-Fan, also daher. Und ein Großteil meiner Abonnenten hat, also von euch Abonnenten, hat sowieso gesagt oder gefragt oder gebeten oder was weiß ich. So wegen, ja, mach mal Banjo-Tooie bitte. Ja, wird bestimmt lustig und sowas. Ja, und nun mache ich's. Also, noch was zum Let's Play. Es wird eigentlich größtenteils blind sein. Ich habe es nur einmal auf der Xbox bis zum vorletzten Level oder so gespielt. Aber naja, davon ist nicht viel im Kopf geblieben. ja, die pokern da. Jedenfalls, ja, halbwegs blind. Ich werde das jetzt nicht extra in die Videobeschreibung schreiben. Gibt halt Teile wie im ersten Level oder so, da weiß ich noch ein bisschen viel. Aber so an sich ist es sonst blind. Ja, also, ihr werdet ja sehen, wo ich Ahnung von dem Zeugs habe, was ich mache und wo ich keinen Plan habe, was ich mache. Und gegen Ende des Spiels werde ich wahrscheinlich eh eure Hilfe brauchen, denn ich habe keinen Plan da. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht durchgespielt. So, ja, Bottles. Bottles wird total verarscht. Ach ja, das Spiel, das ist sowieso viel riesiger, denn man muss, also man kann ja bei Banjo-Kazooie, da kann man in ein Level rein, hat sich die Moves abgeholt und konnte es eigentlich fast immer bei fast jedem Level sofort abschließen mit 100%. Und hier geht es nicht mehr, denn hier muss man öfters mal wieder in eins der älteren Level reingehen, um dann alles zu holen. Weil man später erst neue Moves lernt, die man dann in dem Level noch gebrauchen kann. Und allgemein sind später richtig viele Level miteinander verbunden über so einen Zug. Also das ist richtig geil groß. Das wird auf jeden Fall ein geiles Let's Play. Ich werde es auf keinen Fall 100% durchspielen, das ist viel zu schwer. Jedenfalls für mich. Aber naja, wird auf jeden Fall lustig. Ach ja, und noch was. Ich starte es jetzt fast zeitgleich mit dem Looks Like Link, also könnt ihr ein bisschen vergleichen, so wer was besser macht. Also ich bin mir sehr sicher, dass er es sowieso besser machen wird als ich, aber egal. Ist mir egal. Hauptsache ich habe meinen Spaß dran und ich hoffe auch ihr habt euren Spaß dran. Also sage ich jetzt, ja, machen wir richtig los hier mit dem Let's Play. Ja, ganzes Haus wackeln, vielleicht sollte mal jemand da draußen nachsehen. So, gucken wir mal draußen nach, was da passiert. Brumm, 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 scheiß Bohrer. Ach ja, ey, das ist so cool. Da, da. Puh. Oh, das ist voll doof, dass es so lange dauert. Und auch wenn ich es jetzt wegdrücken könnte, will ich nicht, denn das ist cool, irgendwie. Ah, so laut. Da ist alles grün, ey, voll giftig. Da, 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 da. Und eine alte hässliche Hexe. Wahaha. Beeil dich, Blubbella. Und das Schwesterchen wartet. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich die sprechen soll. Oh mein Gott. Ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Dann von mir runter, du musst. Oh mein Gott. Die Musik ist aber cool. Es hat aufgehört. Was das wohl war? Momo. Los, Kazooie. Mal sehen, was da so gerumst hat. Ja, das war die fette Hexe. Aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Lol. Mumbo, viel mutig. Mumbo, Mumbo, geh in Town. Gleich zurück sein. Mumbo, ja. Mumbo, Mumbo. Mumbo, ja. Oh mein Gott, so ein Trottel, der wird sterben.
Komm, Benjo, helf mir mal irgendwie, das Geld zu nehmen. Ja. Kazooie, was macht man nicht? Lol. Ja, Mann, Momo. Befreiung, Herrin! Ich habe versagt! Grunty, nicht Sorgen musst haben! Ihre Schwestern helfen werden tun können! Hey, Fels der Große! Oh mein Gott, warum mache ich das? Warum mache ich das? Naja, Gott, die Schwestern sollten ja jammern! Mitnichten! Oh. Oh, und das komische fette Tier da an der Seite. Also nicht Klungo, sondern die Olle da. Ja, und weil das Intro so lang ist, werde ich höchstwahrscheinlich so jetzt 20 Minuten auf einmal filmen und dann werde ich das Video einfach teilen oder so. Keine Ahnung, je nachdem, wann ich halt speichern kann. Oh, und da ist Grunty. Oh, Grunty besteht nur noch aus Knochen oder so. Oh ja, Grunty ist da. Nein, was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Na, hübsch, Grunty aussieht. Abgenommen, du hast. Oh mein Gott. Ich will meinen Körper. Ich hasse Knochen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss darauf pochen. Hauptsache, mir fällt das Auge aus. Ja, ich plan ja. Also zurück zum Schloss. Oh, deine Mutter. Also Mädels, mach mich heil, dann versäulen wir Benjos Hinterteil. Ja. Das nicht gut sein. Ich das Benjo sagen. Los Momo, renn los. Yeah, Shell, man hat uns hat gesehen. Ihn, wir müssen wegbrezeln. Überlass ihn mir. Er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schloss, wir gehen. Peng, bumm. Oh mein Gott. Ja, treffen muss man können. Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher. Oder, Benjo? Aber du hast gemogelt, Kazooie. Das ist nicht... Boah, bumm. Alle... rennen müssen. Schnell, Grunty, komm. Leute, warum mache ich das? Oh, aber das Intro ist richtig geil, Mann. Meine ist die Rache. Ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelz hier das bekommt. Ja, na denn. Ja, Schädelbube. Und ich wette, sie hatte zwei Köpfe. Nicht Witz. Seht, Keuch, ne? Zauberspruch, komm. Er hat recht. Schnell, alle raus. Darauf falle ich nicht rein. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Ja, und dann stirbt er. Peng. So ein Mist. Beeile du dich, wir gehen müssen. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich die Stimmen bei welcher machen soll. Wartet, Schwestern, ganz auf die Schnelle. Bekam der Bär eine Riesenschelle. Ja. Truppen lassen da, die Ring zu zerstören. Dumme Hexe. Stopp! Warte auf mich, Herren! Oh mein Gott. Stopp. Nein, Klongo, nein, du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Oh, armer Klongo.